Also die EU gibt es in 15 Jahren mit Sicherheit, weil es notwendig ist und weil bei aller Kritik die Menschen im Zweifelsfall dann immer erkennen werden, dass das für die Stabilität und für den Frieden und für die Gesamtheit dieses Kontinents ein unglaublicher Fortschritt ist. Und man muss sich ja immer nur sozusagen die Parallelwelt vorstellen, gäbe es die EU nicht. Und dann kommt man immer sehr schnell zum Ergebnis, dass es wesentlich besser ist, es gibt sie. Der zweite Punkt ist, was die Krise angeht, ich glaube, dass wir heute an einem Punkt sind, wo die Notwendigkeit einfach darin, wobei das einfach streiche ich jetzt, darin besteht, dass rasch Entscheidungen fallen. Derzeit sieht es auch danach aus, dass diese Entscheidungen zügig getroffen werden, weil die Unsicherheit per se bereits Krise erzeugt. Man muss allerdings sagen, die Vereinigten Staaten haben auch eine massive Budgetkrise und es redet niemand darüber, dass die Vereinigten Staaten sozusagen aufgelöst werden. Also das Wort Krise würde ich eher, es gibt ein konkretes Problem und dieses Problem muss man so anpacken, dass das Vertrauen entsteht und nicht Unsicherheit. Aber das hat nichts mit der Existenz der EU zu tun.